In dem ungewöhnlichen afrikanischen Königreich Eswatini müssen die Untertanen sicherstellen, dass sie ihre Monarchen nicht blamieren. Diese Regel gilt auch für die 15 Frauen von König Mswati III. Trotzdem hat eine der Frauen des Königs dieses Versprechen gebrochen und wurde mit seinem besten Freund, dem Justizminister von Eswatini, auf frischer Tat ertappt. Aber wissen Sie, wie der König auf eine solche Demütigung reagiert hat? Und welches Schicksal erwartete die Liebenden? Schauen Sie das Video, um alle Einzelheiten dieses Skandals und wie alles endete, herauszufinden. Also, lassen Sie uns anfangen. Eswatini ist ein kleines Land in Südafrika mit einer Bevölkerung von etwas mehr als 1 Million Menschen. Im Jahr 1968 wurde dieses Land, damals noch Swasiland genannt, von England unabhängig. Der lokale Stammesführer Sopuza II. Erklärte sich zum König und hatte absolute Macht. Nach seinem Tod im Jahr 1986 wurde sein 18-jähriger Sohn Mswati III. Zum neuen König. Er regiert Eswatini bis heute als absoluter Monarch und verfügt über unbegrenzte Macht. Er kann hinrichten und begnadigen, über Land verfügen und sogar über das Schicksal seiner Untertanen entscheiden. Die Könige von Eswatini machen von diesen Rechten umfangreich Gebrauch, auch für ihr persönliches Leben. Mswati hat 15 offizielle Ehefrauen und 23 Kinder, sowie einen inoffiziellen Harem. Interessanterweise halten ihn die Untertanen für vergleichsweise bescheiden. Der Vater des Monarchen, König Sopuza, hatte 70 Ehefrauen, 210 Kinder und über 1000 Enkel. Fast sofort zeigten sich beim Mswati zwei Schlüsselqualitäten, Amoralität und Gier. Der König gründete den Nationalen Wohlfahrtsfonds, in den er verpflichtete, Gelder aller Einwohner des Landes außerhalb von Steuern zu überweisen. Mit diesen Mitteln organisierte der Monarch einen Harem, in den die schönsten Mädchen ausgewählt wurden. Da Eswatini ein ziemlich armes Land ist, nahmen Frauen gerne unanständige Angebote an und der Harem wuchs schnell an. Über 2 Jahrzehnte hinweg stieg die Anzahl von Mswatis offiziellen Ehefrauen auf 11. Gerüchten zufolge gelangten nicht alle von ihnen freiwillig in den Harem. Der Monarch äußerte mehrmals die These, dass ihm nicht nur der Reichtum von Eswatini gehört, sondern auch alle Frauen des Landes. Daher könnten diejenigen, die nicht bereit seien, seine nächste Frau zu werden, einfach entführt werden. Aber das Mädchen namens Notando musste nicht zum Verhältnis gezwungen werden. Dennoch wurde ihre Beziehungsgeschichte mit dem König nicht weniger skandalös. Tatsächlich war Notando zum Zeitpunkt des Beginns ihrer Beziehung minderjährig. Die Begegnung mit dem Monarchen erfolgte dank ihres Sieges bei einem Schönheitswettbewerb Miss Teen 2004. Natürlich wurde sie von dem leidenschaftlichen König bemerkt. Notando war damals etwa 16 Jahre alt, während Mswati bereits 36 war. Trotz des beträchtlichen Altersunterschieds nahm das Mädchen die Aufmerksamkeit des Monarchen wohlwollend an. Die Geschichte ihrer Romanze kann nicht als romantisch bezeichnet werden. Vielmehr entwickelte sie sich nach einem Schema, das Mswati III. Viele Male angewendet hatte. Aufmerksamkeit, teure Geschenke, Versprechungen eines sorgenfreien Lebens und schließlich das Angebot, die 12. Frau im Harem zu werden. Notando stammte selbst nach maßstäblichen eswatinischen Maßstäben aus einer nicht wohlhabenden Familie. Daher stimmte sie ein Jahr nach ihrer Bekanntschaft zu den Ehefrauen des Monarchen zu gehören. Der König zahlte der Familie des Mädchens ein reiches Lösegeld, 1 Dutzend Kühe, und im Jahr 2005 fand in der Hauptstadt Eswatinis, der Stadt Mbabane, eine farbenfrohe Hochzeit statt. Doch kurz danach ereignete sich beinahe ein Aufstand der Jungfrauen im Land. Der Grund dafür war, dass 4 Jahre vor dieser Hochzeit ein strenges Gesetz nach europäischen Maßstäben eingeführt wurde. Angeblich im Kampf gegen AIDS verhängte Mswati ein Verbot von intimen Beziehungen mit Jungfrauen für einen Zeitraum von 5 Jahren. Mädchen, die ihre Jungfräulichkeit bewahrten, wurden vom König angewiesen, Quasten an ihre Hüftgurte zu binden. Überraschenderweise wurde das Moratorium im Großen und Ganzen eingehalten, die Bevölkerung in Eswatini ist außergewöhnlich gesetzestreu. Und nun, nach Ablauf von 4 Jahren, stellte sich heraus, dass der Monarch selbst eine Jungfrau geheiratet hatte und dazu noch eine Minderjährige. Die Empörung der lokalen Mädchen, die ehrlich auf intime Beziehungen verzichtet hatten, kannte keine Grenzen. Sie organisierten einen Protestmarsch zum Palast von Mswati III. Und bewarfen die Veranda mit von ihren Kleidern abgerissenen Quasten. Er musste die Regelung sofort aufheben und eine Strafe von 1 Kuh für die Verletzung seines eigenen Edikts zahlen. Das Tier wurde sofort gebraten und der jubelnden Menge serviert, aber das Ansehen des Königs war deutlich erschüttert.
In der Folge verschlechterte sich das Ansehen des Monarchen stetig. Der Grund dafür war das luxuriöse Leben im Angesicht der allgemeinen Armut und die Verschwendung der Ressourcen des Staates. Der König verkaufte Ausländern für einen Spottpreis Konzessionen zur Erschließung wertvoller Lagerstätten, während seine Untertanen gezwungen waren, mit 70 Cent pro Tag zu überleben. Auch gegenüber seinen Frauen verhielt sich Mswati nicht besser. Seine fünfte und sechste Frau flohen aus dem Harem in das benachbarte Südafrika. Dort berichteten sie der Presse von den abscheulichen Zuständen im Palast. Laut den Frauen schlug und beschimpfte der König seine Frauen oft. Der neunten Frau namens Lamagongo verbot der Monarch, an den Beerdigungen ihrer Schwester teilzunehmen. Die Frau litt so sehr darunter, dass sie Selbstmord beging. Nach der Hochzeitsreise begann der König, der jungen Nothando gegenüber Gleichgültigkeit zu zeigen. Schon bald darauf heiratete Mswati zum 13. und 14. Mal und vergaß praktisch seine ehemalige Favoritin. Die Jahre vergingen und schließlich konnte die junge Frau nicht mehr. Einer der reichsten Männer des Landes, der Justizminister Ndumiso Mambo, wurde auf ihre Einsamkeit aufmerksam. Er war ein Kindheitsfreund des Königs und fühlte sich wahrscheinlich unantastbar. Im Gegensatz zum König Mswati war der Minister hervorragend gebildet, galant und behandelte Nothando außergewöhnlich respektvoll. Das Mädchen erwiderte die Avancen des Mannes und zwischen ihnen begann eine leidenschaftliche Romanze. Die Verliebten mussten sich heimlich treffen, da der König Untreue seiner Frauen äußerst negativ betrachtete. Für ihre amorösen Abenteuer wählte das Paar das luxuriöse Hotel Royal Villa, das sich in der Nähe des Palastes befand. Um Diskretion zu wahren, kleidete sich Nothando in eine männliche Militäruniform und reiste in diesem Outfit vom Palast zum Hotel. Die Liebenden hatten jedoch nicht bedacht, dass in jedem solchen Ort des kleinen Landes Informanten des Monarchen waren. Schon bald erfuhr Mswati von der Beziehung zwischen dem Justizminister und seiner eigenen Frau. Seine Rache erwies sich als gnadenlos und furchtbar. Trotz ihrer langjährigen Freundschaft wurde Ndumiso wegen des Vorwurfs des Eindringens in privates Gebiet verhaftet. Das Hotel Royal Villa gehört dem König, daher ist dieser Anspruch formal legitim. An der Befragung des Ministers waren nicht die Polizei, sondern die Leibwächter des Monarchen beteiligt. Sie schlugen ihm fast alle Zähne aus und dann wurde ein Schauprozess inszeniert. Der König wollte den Minister hinrichten, aber aufgrund des Drucks von Großbritannien und anderen europäischen Ländern musste die Hinrichtung abgesagt werden. Obwohl Eswatini ein unabhängiger Staat ist, orientiert es sich sehr stark an den Meinungen seiner Freunde jenseits der Grenze. Selbst König Mswati III. War ein Ehrengast bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton. Letztendlich wurde Ndumiso von seinem hohen Amt abgesetzt, aller seiner Besitztümer beraubt und von seinem Dienst suspendiert. Der ehemalige Minister fand sich obdachlos und praktisch mittellos wieder, aber zumindest am Leben. Nothando hatte weniger Glück. Zunächst schien es, als ob Mswati seine untreue Ehefrau vergeben hätte und ihr sogar erlaubte, im Palast zu leben. Doch mit jedem Jahr und jeder neuen Frau verschlechterte sich das Verhältnis. Später wurde das Mädchen davon ausgeschlossen, in den Damenräumen zu wohnen und wurde stattdessen mit den Wachen untergebracht. Anscheinend war das Schicksal von Nothando zu diesem Zeitpunkt besiegelt. Im März 2019, als die Frau erst 31 Jahre alt war, verbreitete sich die Nachricht von ihrem Tod in Eswatini. Nach der offiziellen Version starb die zwölfte Frau des Königs in einer Klinik in Südafrika an Hautkrebs. Doch aufgrund der Geschichte von Nothandos Beziehung zu ihrem Ehemann waren Gerüchte über einen gewaltsamen Tod im Umlauf. Ein indirekter Beweis für ihre Begründung ist die Tatsache, dass bis zu ihrem Tod nichts über die Krankheit des Mädchens bekannt gegeben wurde. Während ihrer Ehe brachte Nothando drei Kinder zur Welt, einen Jungen und zwei Mädchen. Sie wurden vom Vater anerkannt und erhielten den Status von Prinzen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Junge namens Betief nach dem Tod seines Vaters den Thron von Eswatini besteigt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering. Allerdings wurde auch Mswati selbst wahrscheinlich zufällig aus den 200 Kindern des früheren Königs als Erbe ausgewählt. Viel wichtiger ist etwas anderes: Wird der nächste Monarch die Gewohnheiten seiner Vorgänger erben und wird die Haltung gegenüber den Frauen in Eswatini auch in Zukunft dieselbe bleiben? Was denken Sie über diese Geschichte? Schreiben Sie in den Kommentaren. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, wenn es Ihnen gefallen hat. Bis bald!